Die Wurm, Patin des gleichnamigen Steinkohlenreviers bei Aachen. Das Flüsschen schlängelt sich, aus der Nordeifel kommend, Richtung Geilenkirchen, streckenweise der niederländischen Grenze entlang. Hier steht die Wiege des Steinkohlenbergbaus auf dem europäischen Kontinent. Herzogenrath, Würselen, das limburgische Kerkrade. Bedingt durch die geologischen Strukturen tritt an den steilen Ufern der Wurm stellenweise die Kohle zutage. Von zum Teil geringer Mächtigkeit, diese ausbeißenden Flöze, nur wenige Zentimeter stark und daher natürlich nicht abbauwürdig. Schon im 12. Jahrhundert wurde hier im Tagebau Kohle gewonnen. Allerdings lediglich von der ärmeren Bevölkerung, die sich teures Holz als Brennmaterial nicht leisten konnte. An dieser Karbonroute liegen die Wurzeln einer Region, die ganz entscheidend durch den Bergbau geprägt worden ist und deren Entwicklung beidseitig der Grenze als Ganzes betrachtet werden muss. Nur wenige Kilometer östlich dieser Idylle zeigt eine Industrielandschaft ihr Gesicht. Die Silhouette von Alsdorf und Umgebung ist bestimmt durch Fördergerüste, Türme, Halden und Kokereien. Nichts erinnert mehr an die Gewerbezweige, die bis etwa 1850 die ökonomische Grundlage bildeten. Landwirtschaft, Holzhandel, Klompenherstellung und nicht zuletzt die Samtbandweberei. Eng verknüpft mit der Geschichte des Wurmreviers ist der Eschweiler Bergwerksverein, kurz EBV genannt. 1838 offiziell gegründet, seit 1924 mit Hauptsitz in Herzogenrath-Kohlscheid. Noch heute gehören mit zwei Ausnahmen alle stillgelegten oder tätigen Anlagen des Aachener Reviers zum EBV bzw. zur Ruhrkohle AG, die Anfang 1989 die Aktienmehrheit übernahm. Auf der Schachtanlage Gemeinschaft bei Alsdorf-Duffesheide erzählt Werner Dahm aus der Geschichte des Wurmreviers und des EBV. Er ist Jahrgang 1925, 35 Jahre Bergmann und zuletzt als Maschinenobersteiger beim EBV tätig gewesen. Seit 1982 in Anpassung, also in vorzeitigem Ruhestand. 1863 übernahm der EBV die Grube Anna in Alsdorf und etablierte sich damit im Wurmrevier. Die Grube Gemeinschaft, auf der wir uns hier befinden, kam 1907 zum EBV. Wie kam es eigentlich überhaupt zur Errichtung dieser Grube Gemeinschaft? Man muss sich die Situation bei Beginn des 20. Jahrhunderts hier im Aachener Raum vorstellen. Wir haben zwei große Anlagen, die hier fördern, zwei Gesellschaften, der Eschweiler Bergwerksverein und die Vereinigungsgesellschaft. Beide suchen nach Fettkohle. Die Vereinigungsgesellschaft um eine Kohlensorte zusätzlich zu ihrer Hausbrandsorte anzubieten. Und der Eschweiler Bergwerksverein, der mittlerweile Großproduzent an Koks geworden ist, Fettkohle. So wird diese Anlage hier noch aufgeschlossen, während der EBV vorrangig die Grube Adolf in Aufschluss bringt. Man hat hier zwei Schächte niedergebracht. Beide Schächte sind bis etwa 150 Meter getäuft worden. Und 1907 mit der Fusion beider Großgesellschaften wird dann hier im Gemeinschaft vorerst stillgelegt. Welche Funktion erfüllte denn die Grube Gemeinschaft für die fördernden Schächte? Für die fördernden Schächte zunächst der Bewetterung diente diese Anlage und dann später auch der Wasserhaltung. Hier hat man dann das geförderte Wasser zunächst in die Vorflut gegeben, später aufgrund der Qualität dann auch im sanitären Bereich der Grube Anna und auch für Kesselspeisewasser aufbereitet. Herr Dahm, welche Schächte im Wurmrevier sind denn heute noch in Betrieb, einmal abgesehen von der noch fördernden Zeche Emil Mayrisch? Wir müssen uns die geologische Struktur hier im Aachener Raum vorstellen, dass wir unter Tage eine große Wasserplatte haben. Die müssen wir tief halten, bis etwa 1992 die Anlage Emil Mayrisch stillgelegt wird. Dazu gehören Schächte, die der Bewetterung und der Wasserhaltung dienen. Das ist einmal der Schacht Berenbosch in Kerkrade in den Niederlanden gelegen. Also exterritorial? Ja, das ist eine Erblast aus dem limburgischen
Bergbau. Dann haben wir Gulei, auch zur Wasserhaltung noch. Wir haben Adolf, Karl Alex, die für die Bewetterung und zur Aufrechterhaltung der Schächte noch dienen. Der Adolf-Schacht wird auch in Kürze zur Verfüllung kommen, während Karl Alex noch weiter für die Bewetterung der Anlage Emil Mayrich dient. Die Grube Gemeinschaft wird ja im Moment verfüllt, sie hat ausgedient. Warum wird so ein Schacht überhaupt verfüllt? Warum legt man nicht einfach einen Deckel drauf? Und wie geht diese Verfüllung vor sich? Ja, da muss man die Konstruktion des Schachtes verstehen. Der Schacht ist ja eine senkrecht offene Röhre. Würde man diesen Schacht oben im Bereich der Erdoberfläche nur abdecken, dann könnte das Innere zusammenstürzen. Man will es ja für die Ewigkeit machen. Und dabei würde dann natürlich auch ein Tagesbruch fallen. So wird der Schacht unten verschlossen. Er wird gefüllt mit einem festen Material, Zement beigemischt und wird dann oben hier in diesem Bereich eine feste Platte für Verkehrslasten bekommen, sodass er für die nächsten Jahrhunderte gesichert ist. Nicht für 100 Jahre oder gar für die Ewigkeit gebaut sein können die Häuser, besonders in solchen Regionen, in denen intensiver Bergbau betrieben wird. Dies gilt auch für das Wurmrevier. Manche Gebiete haben sich um mehrere Meter gesenkt. An vielen Gebäuden zeigen sich Schäden. Die Bergleute in den Siedlungen müssen also mit den Folgen ihrer eigenen Arbeit leben. Durch die Zechen geförderten Wohnungsbau gibt es seit dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts, hat demnach eine lange Tradition. Werkseigene Häuser banden die Bergleute an ihre Zeche und ersparten lange Fußwege zum Arbeitsplatz. Höhere Grubenbeamte wohnten direkt am Betriebsgelände und waren somit jederzeit erreichbar. Über den Siedlungsbau sprechen wir in Alsdorf-Busch mit Hubert Bay, der 35 Jahre lang als angestellter Oberpolier im Baugewerbe arbeitete und unter dessen Leitung viele der Bergmannshäuser in und um Alsdorf entstanden sind. Wann eigentlich entstanden die ersten Siedlungen des EBV? Ja, die ersten Siedlungen des EBV entstanden Ende des vorigen Jahrhunderts, 1890, 95 rum. Welche Siedlungen waren das? Das war Kellersweich 1 und 2. Dann sind natürlich auch im Ortsteil Mariedorf auch schon die Siedlungen, die sind allerdings schon etwas früher entstanden. Die gehörten aber nicht zum EBV, die hatten einen anderen Bergwerksdirektor erbauen lassen. Gab es eigentlich damals im Wurmrevier auch schon Konsumanstalten? Ja, und zwar in Kellersweich 1 gab es einen Konsum schon. Und der ist gleich mit der Siedlung erbaut worden, im gleichen Stil. Und es gab ja schon einen Kindergarten, der auch vom EBV gehalten wurde. Welche Hausgrößen gab es damals? Welche Quadratmeterzahl war üblich für eine Wohnung? Ja, da war durchschnittlich 50 bis 55 Quadratmeter. Natürlich ohne Badezimmer und alles zur damaligen Zeit. Sind die Häuser bzw. die Siedlungen eigentlich heute noch im Besitz des EBV? Nicht alle. Zum größten Teil sind die von diesen Bergleuten selbst erworben worden. Allerdings zu einem Preis, der sehr billig ist. Deshalb auch. Und die Leute haben sich zum Teil selbst schon mit Badezimmern hergerichtet, neue Fronten eingebaut. Aber der alte Stil kann man auch an verschiedenen Stellen erkennen. Beim Thema Wohnungen fällt uns natürlich auch das Kostgängerwesen ein. Der berühmte Begriff volle Kost voll. Was umfasste eigentlich diese Version des Kostgängerwesens? Also die Leute waren normalerweise in der Menage Wilhelmschacht einquartiert. Und es ist ja selbstverständlich, dass diese Leute sich auch nach einem Zuhause gesehnt haben. Denn es waren verschiedene Väter, die hatten sogar zwei Söhne bei sich. Und wir hatten selbst zu Hause, ich stamme aus einer Bergmannsfamilie und mein Vater war schon frühzeitig Rentner. Deshalb waren wir auf diese Logie heute angewiesen. Da hat sich dann schnell herumgesprochen, dass es in so einer Familie doch am besten ist, als wie wenn man sich zu Hause fühlte. Und wir hatten auch selbst zwei Morgen Land, wir hatten drei Ziegen, zwei Schweine und ich kann sagen, dass die Leute bei uns zufrieden waren. Wie viele Leute hatten Sie denn als Kostgänger? 8 bis 9. Teilweise. 8 oder 9 Kostgänger, das ist natürlich eine ganze Menge. Ja. Wie groß war eigentlich Ihr Haus? Ja, es war ein doppelgeschossiges Haus mit ausgebauten Mansarden. Es waren ungefähr insgesamt 13 Zimmer mit Küche und alles. Übertage, das Zusammenleben in Siedlungen
Untertage eine Zwangsgemeinschaft, in der jeder auf den anderen angewiesen war und noch ist. Eine gefährliche Arbeit, wie beispielsweise das Grubenunglück von 1930 zeigte. Am 21. Oktober, 7.29 Uhr, kamen bei der Schlagwetterexplosion auf Anna 2 in Alsdorf 246 Bergleute unter Tage und 25 Übertage ums Leben. Im Bericht des Grubensicherheitsamtes heißt es: Das Fördergerüst mit dem Schachtgebäude und einem Teil des anschließenden Verwaltungsgebäudes wurden zerstört und bildeten einen wirren Trümmerhaufen. Bis 150 Meter vom Schacht zeigten sich an den umliegenden Wohnhäusern die Wirkungen der Explosion. Unter Tage sind die Hauptwirkungen auf den beiden Bausohlen, der 360-Meter-Sohle und der 460-Meter-Sohle, aufgetreten. Im Spätherbst 1930 berichteten fahrende Musikanten im Aachener Revier von dem Unglück. Auch Bergleute zogen mit einem Lied von Tür zu Tür. Sie sammelten für Hinterbliebene, die nicht genügend abgesichert waren. Aber nicht nur schlagende Wetter, hereinbrechendes Gestein, Wasser bedrohten das Leben der Kumpel, sondern auch eine heimtückische Krankheit. Allein ihr Name verhieß nichts Gutes: Geißel der Bergleute oder Silikose. Wir sprechen darüber mit Karl van Berg, lange Jahre Bergmann und Spitzenfunktionär der Gewerkschaft. Herr van Berg, wir befinden uns hier ja auf Anna 2 am Eduardschacht. Und da fällt uns natürlich das große Grubenunglück von 1930 ein, das immer noch im Gedächtnis der Alsdorfer Bevölkerung verhaftet ist. Dabei geraten allerdings etwas diejenigen Bergleute in Vergessenheit, die gestorben sind, zum Beispiel an Silikose. Können Sie Zahlen nennen? Ja, zunächst mal Unglück Anna 2 am 30. Oktober oder im Oktober 1930. 271 Tote. Vorher hatten wir auf der Wenceslausgrube in Niederschlesien auch über 151 Tote und gleichzeitig noch in dem Jahr auf der Grube Maybach an der Saar. Ich habe das mal so überschlagen. Ich glaube, es waren allein durch Massenunglücke 520 Kameraden sind auf der Strecke geblieben. Und jetzt zu der anderen Frage: Silikose. Silikose ist im Reichstag 1926 verabschiedet, eine uralte Forderung der Gewerkschaften, und wurde dann ab 1. Januar 1927 Gesetz, und seitdem funktionierte es. Aber hier, das muss man, wenn man mal an die Massenunglücke denkt, und alles hat dann großes Mitleid, was ja auch fürchterlich ist, wenn man da an die Toten denkt, die durch die Silikose ebenfalls als Unfalltod gerechnet gestorben sind. Da waren 1949 1743 Unfalltote, Silikosetote gemeldet. Eine schreckliche Zahl. Und die sind heimlich und still gestorben. Bei Massenunglücken war das ja anders, da hat die ganze Welt, reagiert. Das große Grubenunglück liegt 60 Jahre zurück. Der Eduardschacht 1990. Anna 1 und 2, mitten in Alsdorf gelegen, haben aufgehört zu fördern. Früher, aber das ist lange her, lag die Zeche mit insgesamt 4 Schächten noch bei Alsdorf. Heute schart sich die Stadt um das Betriebsgelände und macht damit enge Verknüpfungen und zugleich gegenseitige Abhängigkeit deutlich. Bis 1992 wird auf Anna noch Seilfahrt stattfinden, also das Einfahren der Bergleute nach Untertage bzw. das Ausfahren. Seilfahrttermin für die Mittagsschicht ist 12.30 Uhr. Einzelne Bergleute treffen bereits anderthalb Stunden vorher ein. Wir begleiten 4 von ihnen auf dem Weg zum Franzschacht auf Anna 1. Die beiden Ortsältesten, Herbert und Horst, sowie 2 Schildfahrer, Hans Roloff und Edmund. Die Weißkaue. In den nummerierten Körben an der Decke bewahren die Bergleute ihre Straßenkleidung auf. Die Kennzahlen wiederholen sich in der Schwarzkaue
an Lampe und Selbstretter. Schließlich auch auf dem Chip, eine Art Stempelkarte. Die Schwarzkaue. Hier hängt die Arbeitskleidung. Sie wird komplett von der Zeche gestellt und auch gereinigt. Unterwäsche, Socken, Hemd, Anzug bis hin zu den Handschuhen. Vorgeschrieben sind neben den Bergbausicherheitsschuhen auch Helm und Schienbeinschoner aus massivem Plastik, die die Bergleute über oder unter den Hosenbeinen tragen. Die Einrichtung von Kauen oder überhaupt von Waschgelegenheiten war bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts keine Selbstverständlichkeit auf den Zechen. Die Bergleute wuschen sich zu Hause. Ihrer Ansicht nach waren die seit den 1850er Jahren aufkommenden primitiven hygienischen Anlagen für Ortsfremde und Junggesellen gedacht. Brausebäder kamen erst rund 30 Jahre später verstärkt auf. Im gleichen Zeitraum wuchsen die Belegschaften der Zechen ständig an. Zudem füllte sich der Begriff der Volkshygiene allmählich mit konkretem Inhalt. Bis zur Jahrhundertwende dann waren Brausebäder in den Zechen weit verbreitet. Die Spinde verschwanden, Kleiderhaken und Körbe hielten Einzug. Etwa um 1930 schließlich erfolgte die Trennung in Weiß- und Schwarzkauen. Die Bergleute gehen in den Lichthof, die Eingangshalle, zurück, um sich bei ihrem Steiger zu melden. Er weist sie in die Arbeit der beginnenden Schicht ein. Glück auf. Glück auf. Herbert, hör zu, Junge. Im Streb unten, da haben wir ja überall Unterkohle im Liegenden liegen. Von 30 bis 120, bis zu 30 Zentimeter im Liegenden. Der hat da ausgehoben an drei Stellen. Der Hobel soll, jetzt habe ich gerade nachgefragt, ob sie den fertig machen. Der ging nicht mehr umzustellen. Jetzt gehen wir erstmal hin und gucken mal, ob wir den voll auf Oberschnitt haben. Den Niederdruck tun wir mal 20 Bar höher hin und dann tun wir heute mal mindestens drei Reihen da fahren, damit wir da wieder drauf kommen. Oben werden wir gar nichts gemacht kriegen. Haben wir noch Schienketten genug da? Ja, da sind da drei oder vier Schlinker. Die hat ja an zwei Stellen ausgehoben, da werden sie ja da liegen. Oben ist ja gar nichts gemacht worden, der Hydrolader kaputt. Wir müssen den Stall oben fertig verblasen, tun Senken oben und werden unten zwei Bauerrücken. Vorkohlen müssen wir, ist auch klar. Das ist alles so. Und den Rest verblasen, oben Stall vorkohlen. Bitte? Der SKL ist ja fertig. Nein, ach, der läuft nur halb und halb. Ohne Saft läuft er. Ich weiß nicht, was damit los ist. Die sind ja noch da dran. Unten verblasen. Oben verblasen. Alles klar? Gut. Die Getränkeautomaten. Hier können sich die Bergleute kostenlos mit Getränken versorgen, die mit Mineralstoffen angereichert sind. Die hohen Temperaturen unter Tage führen zwangsläufig zu einem Flüssigkeitsverlust, der ausgeglichen werden muss. Alkohol ist auf dem Betriebsgelände über oder unter Tage grundsätzlich verboten.
Die Lampenstube. Die Bergleute nehmen ihren Filter-Selbstretter auf. Dieses Gerät ermöglicht in brandgasbelasteten Wettern eine Fluchtdauer von bis zu 1,5 Stunden. Die Lampe hat eine Brenndauer von ungefähr 16 Stunden. Nach Beendigung der Schicht wird sie in der Lampenstube wieder angeschlossen und aufgeladen. Das elektronische Lesegerät, vergleichbar der Stempeluhr. Frühester Lesetermin ist 25 Minuten vor der Seilfahrt. Mit dem Chip wird nicht nur der Arbeitsbeginn festgehalten, sondern auch die namentliche Anwesenheit unter Tage. Eine Vorschrift der Bergbehörde. Im 19. Jahrhundert begann die Arbeitszeit der Bergleute bei ihrer Ankunft vor Ort, ungeachtet der Seilfahrt und langer Anfahrtswege unter Tage. Erst seit 1905 setzte sich nach und nach die Bezahlung ab Betreten des unmittelbaren Schachtbereiches durch. Rund 200 Bergleute fahren heute mit der Mittagsschicht ein. Jeder der 6 Böden des Förderkorbes bietet 12 Personen Platz. Pro Korb also insgesamt 72. Der untere Boden. Der Anschläger überwacht das Betreten des Korbs, lässt das Gitter herunter und gibt das Zeichen zum Umsetzen bzw. für die Abfahrt. Rund eine Stunde später. Die Frühschicht von 6.30 Uhr mit etwa 320 bis 350 Mann fährt aus. Wegen der langen Anfahrtswege überlappen Ein- und Ausfahrt eine Stunde, damit die Arbeit unter Tage ohne Unterbrechung fortlaufen kann. Die Gesichter der Bergleute sind gezeichnet von der anstrengenden Schicht. Weiße Helme sind den Steigern vorbehalten, blaue den Handwerkern. Die Bergleute schließlich tragen gelbe. Unter Tage, Flötz E, Schichtbeginn. Wir sind von Emil Mayrisch aus eingefahren. Teufe 860 Meter, Temperatur etwa 27 Grad, Streblänge 300 Meter. Trotz aller Mechanisierung und Automatisierung, einiges an Handarbeit ist geblieben. Die beiden türkischen Bergleute kohlen gerade mit dem Abbauhammer vor. Bis zum Zweiten Weltkrieg war dies die übliche Gewinnungsmethode. Die Lagerverhältnisse im Aachener Revier sind schwierig. Die Flöze sind meist von geringer Mächtigkeit, teilweise stark verunreinigt und unregelmäßig ausgebildet. Ungünstige Nebengesteinsverhältnisse und Wasserzuflüsse erschweren zusätzlich die Gewinnung. Von den geologischen Störungen einmal ganz zu schweigen. Auswirkungen hatte dies schon immer auf das Gedinge, wie der leistungsbezogene Lohn der Bergleute heißt. Weit genug ausgekohlt, ihr könnt ausbauen. Karl van Berg? Ja, lohnmäßig war es im Aachener Revier immer so. Und das lag an den schlechteren Flussverhältnissen. An der Ruhr liegt beispielsweise die Durchschnittsmächtigkeit der Flüsse bei 1,20 Meter in Aachen nur bei 80 Zentimeter. Und daraus resultierte dann immer, und das ist erst 1942 geändert worden, dass die Saar etwa hier in Aachen eine halbe Stunde länger gearbeitet hat,
und etwa eine Mark weniger bekamen im Durchschnitt. Das waren so die Grundziffern, das schwankte mal rauf und runter. Aber hier war immer ein Abstand im Aachener Revier. Man nannte das damals den Aachener Taler. Die Bergleute haben das Vorkohlen beendet, der Hobel kann wieder anlaufen. Er schält die Kohle aus dem flach gelagerten Flöz heraus und schiebt sie auf den Strebförderer, den sogenannten Panzer. Gewinnungsmaschinen wie Hobel oder Schrämwalze setzten sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch. Während vor der Mechanisierung die Schichtleistung bei etwa einer Tonne pro Mann lag, beträgt sie heute auf Emil Mayrisch etwas über 4 Tonnen. Der Hobel selbst? Stunde für Stunde schafft er bis zu 300 Tonnen. Der hydraulische Schildausbau gehört zu den größten Errungenschaften im Bergbau. Er ist wesentlich sicherer als der bis zum Zweiten Weltkrieg übliche Ausbau mit Einzelstempeln aus Holz oder Stahl. Die Schilde, seit Ende der 1960er Jahre im Einsatz, rücken ständig dem Hobel nach. Dahinter bricht der Berg ein. In Flütz E mit einer Streblänge von 300 Metern stehen 200 Schilde. Dem erreichten hohen Maß an Sicherheit stehen also enorme Kosten für diese Ausbauform gegenüber. Da nur noch auf Emil Mayrisch gefördert, also Kohle nach Übertage gebracht wird, betragen die Transportwege bis zu 9 Kilometer. Auf endlos scheinenden Bändern, aus Streben, über Strecken und Sohlen. Auf der Rutsche zum Transportband eine symbolische Aufschrift. 1992, so der Beschluss der Kohlerunde vom 11. Dezember 1987, stellt Emil Mayrisch die Förderung ein. Auch die Dieselkatze für Materialtransport wird dann ihren Betrieb einstellen. Hängebahnen, Großförderwagen, Personenwagen für die Bergleute. Erleichterungen, die die frühere Maloche vergessen lassen. Wer erinnert sich denn noch an Grubenpferde? Karl van Berg jedenfalls hat diese Zeit miterlebt. Ich glaube, das Pferd war schlauer wie ich. Das war schon ein alter Kumpel, der war ungefähr 12 Jahre unten in der Grube. Und der kannte also sich aus mit allen Sachen. Und wir mussten immer mit 6 Wagen fahren, das war Vorschrift. Und das Pferd wusste genau, wo die steilen Stellen kamen und wie die Stellen hat sich darauf eingestellt. Die Umsetzanlage, ein Unikat im Bergbau, hat 1992 ebenfalls ausgedient. Sie entstand im Zuge der Zusammenlegung von Anna und Emil Mayrisch im Jahre 1984. Da die Spurweiten unter Tage auf beiden Zechen unterschiedlich sind, musste eine Lösung für den Materialtransport gefunden werden. Was jedoch über Tage relativ unkompliziert zu bewerkstelligen war, ließ sich nicht ohne weiteres in 860 Meter Teufe anwenden. Ergebnis war schließlich
diese Umsetzanlage, mit der der Container vom Untergestell abgehoben und auf ein zweites mit anderer Spurweite umgesetzt wird. So gelangt neues Material nach Anna, auszufahrendes nach Schacht 1 Emil Marisch. Was bringt die fünfjährige Auslaufzeit bis zur endgültigen Stilllegung für Zeche und Region mit sich? Für die Belegschaft des EBV Übernahmeangebote durch Ruhrkohle AG und Rheinbraun AG sowie Personalabbau durch Anpassung. Daneben aber auch Abwanderungserscheinungen. Wir wollen die Belegschaft altfahren, heißt es beim EBV, und meint damit, dass man, wenn auch ungern, die jüngeren Bergleute früher ziehen lässt als die älteren. Letztere können nach der Stilllegung in Ruhestand gehen. Konsequenzen für die Region: Durch Ansiedlung neuer Industriezweige wird sie zwar umstrukturiert, doch ist mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote, Abwanderung der Bevölkerung und damit verbundener Überalterung zu rechnen. Was mit den übertägigen Anlagen nach 1992 geschehen soll, ist noch unklar. Geplant ist zwar die Errichtung eines Entsorgungszentrums für Müll und Altlasten auf dem Gelände der Schachtanlage Emil Mayrisch. Allerdings machen Bürgerinitiativen Front gegen diese Pläne. Eines aber ist gewiss: Technische Denkmäler, Gebäude und nicht zuletzt das Alsdorfer Bergbaumuseum werden die Erinnerung an Kohle und deren Abbau im Wurmrevier wachhalten. Zurück zur Förderung im Schacht und damit zum Förderkorb, der am Füllort, also am Schacht unter Tage, die vollen Wagen aufnimmt. Gleichzeitig werden auf der anderen Seite die leeren zur Wiederbeladung abgedrückt. Ein Förderkorb hat 6 Böden, fasst also 6 Wagen mit insgesamt knapp 24 Tonnen Rohförderkohle. Die Nachteile dieser Förderart: relativ geringe Kohlenmenge, hohes Totgewicht durch die Wagen, großer Zeitaufwand beim Wagenwechsel. Der Wagenumlauf über Tage, Schacht 2, Emil Mayrisch. Rechts kommt gerade das östliche Gefäß der Skipförderung hoch. Es fasst 30 Tonnen Rohförderkohle und entlädt sich automatisch. Die leeren Wagen drücken die vollen von hinten aus dem Förderkorb heraus. Während links noch 4 volle Wagen abgedrückt werden müssen, fährt rechts das leere Gefäß bereits wieder abwärts zur 860 Meter Sohle. Thank you.
Von der Kippanlage des Wagenumlaufs aus gelangt die Rohförderkohle über getrennte Gummigurtbänder zu den beiden Außenlagern, eines für Kokskohle, eines für Kraftwerkskohle. Beide Arten unterscheiden sich durch den Anteil an flüchtigen Bestandteilen. In der Wäsche werden sie ebenfalls getrennt aufbereitet, sortiert, klassiert und schließlich verladen. Rechts der Förderturm Schacht 2, in dem die modernen elektrischen Fördermaschinen untergebracht sind. Links das alte Gerüst von Schacht 1. Die Fördermaschinenhalle birgt eine technologiehistorische Kostbarkeit, die alte Dampffördermaschine aus dem Jahre 1918. Zunächst stand sie auf der Grube Eschweiler Reserve und kam, nachdem diese 1944 abgesoffen war, zusammen mit dem Fördergerüst nach Emil Mayrisch. Seit 1950 läuft sie hier ununterbrochen für Seilfahrt und Materialförderung. Der westliche Förderkorb fährt gerade auf, der östliche ab zur 860-Meter-Sohle. Bedient wird die Anlage von einem Fördermaschinisten, in diesem Fall von Peter Butscheid. Butscheid, 56 Jahre alt, seit 1960 Fördermaschinist, arbeitet seit 6 Jahren auf Emil Mayrisch. Du hast die Bühne gesehen, Kopf. Der östliche Förderkorb fährt nun zur 710-Meter-Sohle auf. Zwillingsdampffördermaschinen wie diese hier gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Der große Vorteil gegenüber den bis dahin üblichen einzylindrigen Maschinen lag in den guten Anfahrtbedingungen und der besseren Steuerfähigkeit. Eigenschaften, die die Fördermaschinisten noch heute loben.
Noch läuft sie, die alte Dampfmaschine. Bald aber wird ihr der Dampf ausgehen, die Treibscheibe stillstehen, der Steinkohlenbergbau im Wurmrevier der Vergangenheit angehören.